Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Wir sind natürlich mal wieder hier im Menü und kehren zu unserem Speicherstand zurück, den ich dann angelegt hatte. Ehe dass er das heilige Schwert führt, er ist wieder zurückgekehrt. Genau, das werde ich demnächst dann vielleicht noch einmal tun, mit dieser Statue sprechen. Also ich habe natürlich keinen Speicherstand angelegt, sondern ihr wisst, was ich gemacht habe. Ach, und guck mal hier, wie schön. Wir haben hier im letzten Part sogar, diesen Wasserfall hier in Gang gesetzt. Was ist denn los, Taya? Zwar kann ich nicht sehen, aber ich spüre den kalten Hauch. Ja. Wir haben hier noch eine weitere Maske, die ich bisher... Oh, das ist tatsächlich Garos Maske, so heißt die. Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Oh, ich glaube, ja, also was ich eigentlich sagen wollte... Aua. Ich wollte eigentlich Aua sagen. Ja, pass mal auf, Kollege. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte nicht die Karte ausblenden, sondern... Nee, mal irgendwie, was mag er denn bestimmt nicht? So, das mag er doch bestimmt nicht. Oh, unglaublich! Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Die Gyptos im Brunnen von Ikana suchen nach Gegenständen von dieser Welt. Daher wandern sie durch die Domäne der Menschen. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ich gebe zu, ich habe den Tipp bekommen, mir diese Maske hier doch vielleicht irgendwie... Also, dass ich diese Maske nicht nur dazu gebraucht habe, um da vorne bei dem Typen vorbeizukommen. Und es gab irgendeine Maske, mit der konnte man hier so Geister, die hier überall verteilt waren, aufsammeln. Und da rennt sie wieder weg. Also, das war mir schon klar, dass ich hier irgendeine Maske aufsetzen muss. Und ich habe auch vermutet, dass man hier... Jetzt hör mal, Kleine. Verdammt nochmal, ich will auch rein. Das ist jetzt irgendwie das nächste Problem. Hier ist dieses Mädel und ich weiß nicht, wie man sie dazu bringt. Ich weiß nicht, wie man sie dazu bringt, dass sie draußen bleibt, dass man mal irgendwie was mit ihr anfangen kann. Ja, war ja noch diese Sache mit der Bombe gewesen. Wir verstecken uns mal hier hinter der Kante, dann kommt sie so raus. Sie hat uns gesehen. Nein! Also, nochmal zu der Maske. Irgendeine Maske hätte mir da hier... Ich habe auch vermutet, dass es hier, dass hier irgendwie halt so Geister an mehreren Stellen sind. Deswegen... Hätte ich einfach noch dann... Ich dachte, ich bekomme die Maske noch. Und ich dachte eigentlich, ich wäre hier mit dieser Maske schon rumgerannt. Deswegen... Ja, wäre ich da jetzt vielleicht auch nicht so schnell drauf gekommen. Oh, ich wollte... So, mal sehen, wo sie jetzt hinläuft. Oh nein, jetzt geht ein neuer Tag an. Hier ist auch so lange eine Cutscene, dass man hier nicht hinterherkommt. Ich weiß auch nicht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Miesviech.
Ich weiß auch nicht so recht. Was könnte ich hier tun sollen? Vielleicht sagt mir ja irgendeiner von den Geistern hier. Ich kann ja einfach mal immer diese Maske hier aufbehalten. Das schadet ja nichts. Oder gab es nur einen Geist? Ich denke, hier werden halt mehrere von diesen Ninjas rumhängen. Ja. Oh, da ist der Nächste. Meister, ihr habt gerufen? Was bist du? Ding! Ich bin... Achso, ich muss Pfeil und Bogen. Oh. Ja. Der Morgen des zweiten Tages. Weicht der jetzt aus, oder was? Da ist er wieder. Gut. Also nochmal von vorne. Ding! Hey, du Penner, komm wieder hoch. Ich komme ja nicht hinterher. Jetzt, Mann, ich weiß nicht, was ich gegen den... Der weicht jetzt immer aus. Okay, einmal geblockt. Oh, unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dem, indem ich mein Herz öffne und dich an deinem Wissen teilnehmen lasse. Die Brunnen am Hügel und im inneren Garten des Schlosses von Ikana sind miteinander verbunden. Die Brunnen am Hügel und im inneren Garten des Schlosses, Es zu glauben oder nicht, liegt nur an dir. Okay, sie sterben, ohne ihren Körper zu hinterlassen. Die meinen, die sind einfach weg dann, wenn sie tot sind. Ja, die suchen Gegenstände aus dieser Welt. Ich habe aber keine... Ich habe ja nichts, was ich ihnen geben könnte, oder? Da weiß ich echt nicht, was die haben können wollten. Vielleicht bekommt man ja hier unten nochmal irgendwo einen Tipp. Oh, da ist der Nächste. Ching, ching. Okay, einen Schlag mit dem Clownschwert tut's auch. Ist eigentlich nur einmal gloppen. Gloppen. Blocken. Ja, sein Wissen. Vieles, wonach die Gyptos suchen, kann im Brunnen selbst gefunden werden. Okay. Ich bekomme jetzt natürlich eine Menge Tipps, von denen ich am Ende wieder eine Menge nicht behalten werde. Nerv nicht. Irgendwo hier muss ich auch noch was mit dem Auge der Wahrheit machen. Gibt's eigentlich hier noch irgendwas? Ah, nee, ist nur so eine kleine Mauer, um hier... Ich habe ja im letzten Part, habe ich Dur dieses Lied vorgespielt. Und dann hat er mir gesagt... Dann hat er mir gesagt, er entsendet mich zum König. Nur wie komme ich zum König? Das ist mir echt ein Rätsel. Oh, daneben. So, hier irgendwo hatte Taya auch nochmal sich gemeldet. Hier irgendwo. Ach, da ist er. Wie man sich immer erschreckt. Ihr habt gerufen, Meister. Was bist du? Er ist...
Ich glaube, erst lässt er sich verarschen und dann... Hallo, du... Scheiß Rabe. Ich verneige dich vor mir. Vor dir. Willst du das Fall von Ikana durchqueren, so ziele mit dem Pfeil, der frieren kann, auf die Bestien im Fluss. Ja, danke, Mann, ey. Ich hab den Wassertempel gemacht, ja? Was denkst du von mir? Denkst du, ich pass nicht auf, oder was? Ich fürchte, genau das tue ich gerade. So. Genau das will ich jetzt aber nicht machen. Ich bin faul und lass mich einfach gerade hochfliegen. Seht ihr, guck mal da oben, dieses Schloss, das hat so voll die... ragt das Dach voll über dieses Tal da unten. Was will der denn? Hä? Den hatte ich doch schon, oder nicht? Ja, auch war ziemlich erbärmlich in den Jahren, muss ich sagen. Im Erschrecken sind sie gut, aber sonst... Ach, die kann man immer wieder hervorlocken, okay. Gut, dann muss ich nicht... Na gut, dann lasse ich das mal hier, die Maske aufzuziehen. Dann kann man immer, wenn man den Tipp vergessen hat und nicht wie ich ein Let's Play macht und einfach in sein altes Video guckt, kann man dann sich nochmal irgendwie die Info holen. War eigentlich nochmal gewesen. Hier war man... War man hier nochmal reingekommen? Oh, die Feenfälle. Werde ich hier schon geheilt? Nee, oder? Ich hätte gerne mal ein paar... Okay, gelbe Feen muss ich finden. Ah, doch, ich werde geheilt. Sehr gut. Ah, nice. Dann weiß ich schon, wo ich die Feen abliefern muss. Mir wurde ja auch schon gesagt, dass ich hier dieses Ding, wo ich da neulich schon drinnen war, mit den ganzen Schaltern und so, dass das praktisch der Voreingang vom Tempel ist, sozusagen. Also das da praktisch. Ah, hier ist auch noch so ein Typ. Komm mal raus. Oder? Da ist er. Nichts. Meister! Oh, du bist gar nicht mein Meister! Was bist du? Ich bring dich um! Oh, ich bin so dumm. Er hätte blocken können, das habe ich nicht gesehen. Er hat ja ein Schild, wie konnte ich das nur übersehen? Oh, du bist ein würdiger Gegner, weil ich das nicht gesehen habe, dass du ein Schild hast. Vieles, wonach die gibt, du suchen. Sag mal, kannst du mal was anderes erzählen, oder was? Das hat schon der Typ da hinten gewusst. Ihr seid doppelt. Ist unnötig. Hm, gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich wurde zum König entsandt. Zum König komme ich ja aktuell noch nicht. Außerdem hat sich dieses Spielrad hier in Bewegung gesetzt. Aber das nützt mir irgendwie auch nichts, weil ich kann mit dem Mädel nichts machen. Ich würde gerne mal versuchen, mit ihr zu reden. Ich kann ja nochmal hier eine Bombe vor die Tür werfen. Ist eigentlich gemein, oder? Ist schon gemein. Ich gehe mal hier in den Fluss rein, so. Die läuft ja nämlich immer da so schräg in die andere Richtung weg. Ja, mal gucken, wo sie eigentlich hinläuft. Ich gucke ihr einfach mal zu. Wer sie wohl ist und warum sie hier wohnt. Vermutlich wegen ihrem Vater oder so, aber...
Vielleicht muss ich auch so sneaky, sneaky hinterherlaufen. Sieht irgendwie so aus, als müsste ich das. Jetzt hat sie mich, glaube ich, gesehen und das war... Sie darf mich nicht sehen. Bleib stehen! Ich kann aber auch nicht mit ihr reden. Leider. Nein, ich greife dann immer an. Okay, ich glaube, ich versuche einfach mal. Scheiß Rabe, nervig. Ich wollte ihr doch hinterherlaufen. Na gut, warte. Dann machen wir das einfach mal so. Wir müssen ihr so ganz, ganz sneaky hinterherlaufen. Ich weiß nicht, ab welcher Range sie uns bemerkt. Aber sie ist ja schön langsam, da geht das recht einfach. Und sie schaut dann ja nach, sie dreht sich ja so um, geht dann oben irgendwo lang. Deswegen müssen wir auf ihrer linken Seite bleiben. In ihrem toten Winkel müssen wir laufen. Na gut. Oh, jetzt hat sie mich wieder gesehen. Bin ich zu dicht aufgefahren. Gut, ja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Sinn der Sache ist. Ich laufe jetzt einfach mit ihr rein. Oder ich gehe einfach so rein. Okay. Wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt kommt sie nicht rein, weil wir drin sind, oder was? Mhm, hier schön eingerichtet. Musikhaus. Hier stehen die Boxen, nice. Hör auf! Wer bist du? Was hast du in den Häusern fremder Leute zu suchen? Nicht, ich bin's, Pamela! Was zur Hölle ist das für ein Kerl? Geh weg! Vergiss alles, was du hier gesehen hast und geh weg! Das hat dir jetzt überhaupt nicht weitergeholfen. Was war das für ein Zombie im Schrank? Da fuck! Ich bitte dich, bitte vergiss, was du hier gesehen hast. Lass uns in Frieden. Ich kann auch nochmal machen. Ich bin da hartnäckig, ich gehe da nochmal rein. Wird aber, glaube ich... Kann man hier sonst irgendwas machen? Hm. Sehr seltsam. Und das war ihr Vater, oder was? Ich will doch nur mal hier... Sehr ungesund aus. Ja, okay, ist jetzt, glaube ich, dasselbe nochmal. Du schon wieder? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst uns in Frieden lassen?
nicht, ich bin's, ja. Aber... Ich versuche ihn das mal mit einer Maske. Ich soll weggehen, okay. Hier mit der Ninja-Maske. Ich weiß nicht, welche Maske könnte Sinn machen. Ich verstehe ja sowieso nicht, was passiert denn da? Da ist irgendwie so ein Typ. Also ich habe ja den Verdacht, er will uns... Ich habe ja den Verdacht, er verkleidet sich und will uns so rausjagen. Und er ist nicht wirklich so drauf. Komm raus! Da muss ich ihn weit genug rauslocken. Okay, sie hat mich wiedererkannt. Nein! Na gut. Mann, ist das komisch, ey. Was ist das für ein Kerl? Jetzt sagt mir der Teddybär da irgendwas oder diese Zeichnung an der Wand? Nee. Gut, vielleicht versuchen wir es mal als Sora oder Gorone oder Deku oder sowas. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und yo, ich würde mal sagen, morgen... Ah, ich kann es nicht versprechen, aber ich denke mal, der nächste Part kommt auf jeden Fall sehr bald. Und dann werden wir hier mal irgendwie versuchen, dieses Rätsel mit diesem Musikhaus zu lösen. Ich hoffe mal, das kann ich jetzt überhaupt schon. Naja, das dann aber später. Also morgen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.